So, meine Freunde, es gibt ganz heiße Dragon Ball Super News, nämlich die Titel der nächsten Folgen wurden geleakt und dafür nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an Masud auf Instagram, der mir das geschickt hat. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich hätte es wahrscheinlich am nächsten Tag jetzt wirklich gesehen, aber danke dafür, dass du mich früher hingewiesen hast, auf jeden Fall sehr, sehr korrekt von dir an dieser Stelle. So, kommen wir zu den Folgen und zwar wurden 57 und Folge 58 geleakt. Folge 57 hatten wir schon mal besprochen, das hieß ja damals Super Saiyan Blau Goku, ist aber ein, ja, Fehltitel gewesen, sag ich mal, es war nur ein Arbeitstitel. Der Titel wurde jetzt umgeändert und zwar Episode 57, Geburt des unsterblichen Gott Zamasu, ja. Und das ist verdammt nochmal Hype, meine Freunde. Und bevor ich darauf eingehe, die Folge 56 werden wir natürlich nächste Woche sehen, beziehungsweise diese Woche sehen. Das wird natürlich das sein mit dem Super Saiyan Bros. Nur damit ihr Bescheid wisst, es geht jetzt halt um die übernächste Folge. Nämlich, wie gesagt, Folge 57, Geburt des unsterblichen Gott Zamasu. Und ja, wir sehen wahrscheinlich, dass Zamasu ganz am Ende von Folge 56 höchstwahrscheinlich Gowase umbringen wird. Oder das Ganze wird in einem Flashback gezeigt, wie Zamasu sich entwickelt hat. Und wir können auch an dieser Stelle sehen, dass das Letzte, was wir von Zamasu gesehen haben in der Folge 55, das ist, was ihn wirklich jetzt zu dem Charakter gemacht hat, der er ist. Er hat sich jetzt komplett gewandelt und er geht jetzt den Weg, der für ihn richtig erscheint. Und wir haben ja auch gehört, dass er, ja, wie gesagt hat, dass nur beobachten, also nur die Menschen oder die Lebewesen zu beobachten, ist eine Sünde. Deswegen hat er Gowase wahrscheinlich, ich sag mal, hingerichtet. Und es ist halt so, dass, wie gesagt, Zamasu der eigene Gott ist. Und da Zamasu höchstwahrscheinlich Gowase getötet hat, der momentan der Kaioshin des Universum 10 ist, heißt das ebenfalls, dass der Gott der Zerstörung des Universum 10 gestorben ist. Sollte es so sein, aber ich denke, es ist so hundertprozentig klar, dass es jetzt wirklich so ist, weil Zamasu muss Gowase töten, um erstens diese Ohrringe zu bekommen, die natürlich Black hat, und zweitens ist es halt auch so, dass Zamasu, ja, ich sag mal, Gowase hinrichten möchte dafür, dass er gesündigt hat, mit dem, dass er halt nur die Leute beobachtet und nicht handelt. Und deswegen, wenn ein Kaioshin tot ist, haben wir in der letzten Folge gesehen, stirbt auch der Gott der Zerstörung. Und das würde auch sehr viel Sinn machen, dass Zamasu dieser selbsternannte unsterbliche Gott ist. Also er ist halt der selbsternannte, weil es keinen Gott der Zerstörung mehr gibt. Das würde ebenfalls erklären, wieso Goku oder Black Goku in der Zeitlinie von Trunks so, ja, randaliert und sagt, ich habe das Wahre gesehen und so. Und er selbst halt so tut, dass er halt Gott der Zerstörung ist. Die Frage ist halt nur, wie kommt es denn dazu, dass, ich sag mal, Zamasu von Universum 10, ja, nach Universum 7 reist? Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Und diese Frage wird dann wahrscheinlich in der 58. Folge bestätigt, denn in der 58. Folge lautet der Titel folgendermaßen: Das Geheimnis, beziehungsweise auch das Mysterium von Black und Zamasu. Und da haben wir jetzt die Verknüpfung. Das Geheimnis wird aufgeweckt, endlich nach so vielen Folgen, und es wird wahrscheinlich um beide gehen. Die beiden haben was miteinander zu tun, wurde damit auch jetzt mehr oder weniger gezeigt. Und wie gesagt, es ist halt das ganz, ganz große Geheimnis, gelüftet wird, ob Zamasu Black ist, ob Zamasu und Black zusammenarbeiten, ob Zamasu über Black steht und so weiter und so fort. Wird jetzt wahrscheinlich alles, ich sag mal, enthüllt. Und deswegen, wie gesagt, ist es halt eine sehr, sehr interessante Sache. Ich bin mal gespannt, was Dragon Ball Super jetzt für eine Richtung nehmen wird. Denn wir haben ja gesehen, oder wir wissen jetzt, dass es halt aufgelöst wird um das ganze Geheimnis von Black. Passt auch ganz gut dazu, weil Folge 56 ist eine Folge, wo gekämpft wird. Dann wird das Geheimnis gelüftet und dann geht es wahrscheinlich schon Richtung finaler Arc, würde ich fast sagen, falls nicht noch ein zweiter Gegner auftaucht, aber werden wir dann auf jeden Fall abwarten. Wie gesagt, man braucht nicht allzu viel hier sagen, denn man kennt ja eigentlich schon die meisten Theorien zu Zamasu und Black. Wie gesagt, deswegen spare ich mir das an dieser Stelle. Ich für meinen Teil denke halt, wie ich eben schon erwähnt habe, dass Zamasu Gowase töten wird. Erstens, weil man halt diese Ohrringe bei Black gesehen hat, und zweitens, weil Zamasu Gowase für die Sünden, ich sag mal, hinrichten möchte. Durch den Tod von Gowase stirbt natürlich der Gott der Zerstörung des Universum 10 und Zamasu wird dann dieser selbsternannte Gott, oder er ernennt Black Goku zum selbsternannten Gott, sowas in der Art. Die nächste Folge ist dann halt das Geheimnis, wird halt gezeigt, wie die beiden zusammenstehen, wie die beiden sich getroffen haben oder so. Und ja, das wird dann alles aufgelöst. Das wäre es eigentlich auch gewesen, ganz kurz hier am Rande, wie gesagt. Damit bin ich auch raus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren da lasst, was ihr über diese ganze Thematik denkt, über die zwei neuen Titel. Wie gesagt, ich bin damit raus. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde mich ebenfalls sehr, sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.